Ja, hallo zusammen. Ich habe gedacht, ich nutze mal die Gelegenheit, wenn wir schon so nur auf die Ferne kommunizieren können und stelle euch mal einfach so ein paar Weine vor. Den Anfang macht heute mal unser Syrah hier im Bild. Ich habe ihn schon mal vorverkostet, aber habe extra auch für heute noch mal eine frische Flasche. Der Syrah wächst am Römerberg. Wenn man den Römerberg vor Augen hat, ist ja so ein in den Schwarzwald rein eingeschnittenes kleines Seitental. Der Römerberg ist ja relativ steil nach Süden ausgerichtet, bietet speziell hinten im hinteren Bereich des Tals relativ raue Nächte. Es wird also auch im Sommer relativ schnell wieder kühl nachts. Jetzt wächst der Syrah aber nicht hinten im Tal, sondern eher im vorderen Bereich. Wenn wir da mal den Römerberg uns vor Augen führen, aber ja, hier im Endeffekt geht es Richtung Schwarzwald hoch dann. Und da vorne, da im Hintergrund, sehen wir schon so ein bisschen das Rheintal. Und da an der Biegung quasi raus ins Rheintal, wo der Römerberg sich öffnet quasi zum Rheintal hin, dort stehen die Reben für den Syrah. Der Syrah ist ja in Deutschland ja schon halbwegs, mittlerweile halbwegs zumindest mal heimisch geworden. Ging irgendwie so Ende des letzten Jahrtausends los, dass die ersten Versuchsanbau gemacht haben. Und ja, mittlerweile ist zwar immer noch ein Exot, aber hat sich auch ein Stück weit etabliert. Der Römerberg selbst bietet ja vom Boden her sehr viel, ja, eher kalkgeprägte, steinige Boden, also eher karger Boden. Das Klima, dieses Cool Climate, die Einflüsse sind vorne in dieser Schwelle hin zum Rheintal nicht mehr ganz so extrem. Also es ist ein bisschen milderes Klima dort, was dem Syrah insofern zugutekommt, als dass er die Wärme ja auch gut gebrauchen kann. Syrah ist eine Sorte, die gut auch mit Wärme, mit, ja, nicht nur mit Wärme, sondern auch richtig mit Hitze umgehen kann. Er ist, ja, was soll man sagen, auch in meinen Augen sehr ordentlich geworden. Wurde in kleinen Gebinden vergoren. Nach der Gärung ist er dann für gut ein Jahr im Barrique ausgebaut. Überwiegend gebrauchte Fässer, französisches Holz. Daher auch eher so diese, ja, bisschen würzigen Noten vom Barrique und nicht so diese süße Vanillenoten, wie man sonst eher von der amerikanischen Eiche her kennt. Das ja, bringt ein bisschen mehr Spiel mit rein und nicht nur diese süße Vanillenoten. Hat im Glas schon richtig schön so diese satte, dunkle, schwarzkirschige Farbe. Ich muss immer an Schwarzkirsche denken, ich weiß nicht warum. Hat im Glas schon richtig schön so diese satte, dunkle, schwarzkirschige Farbe. Ich muss immer an Schwarzkirsche denken, ich weiß nicht warum. Die Nase zeigt sich so ein bisschen eher ins kräftige, dunkelfruchtige, bärige gehend. Eher so diese Schwarzkirsch-Charakteristik auch hier. Während man ja bei vielen Syrah ja auch eher so ein bisschen diese pfeffrigen Noten findet, hat man bei uns eher so einen leichten Hauch von Leder. Bisschen so diese Tabakkiste. Bisschen was, ja, so ein bisschen weißer Pfeffer ist auch da, aber nicht ganz so extrem. Hat dafür aber auch, ja, fast so ein bisschen, ich muss fast so ein bisschen an Eukalyptus denken, so diese eher ätherischen Noten. Ja, ich habe gerade neulich mit dem Werner Engelhardt von der Wein und Markt telefoniert, der ist auch ganz begeistert von dem Wein, großer Fan davon.
wie er mir beschrieben hat, was er geschmeckt hat, wie er den Wein das erste Mal getrunken hat. Blind, wusste gar nicht, was es ist. Konnte ich es nicht ganz nachvollziehen. Irgendwie war meine Erinnerung an den Wein ein Ticken weniger fruchtig. Wenn ich ihn jetzt hier so probiere, der hat richtig so diese satte Süßkirsche, Schwarzkirsche, also wirklich so diese Kirschnoten. Allerdings Schwarzkirsche eher, wie gesagt, nicht diese Sauerkirschnote. So was, fast ein bisschen was ja, von eingekochte Kirsche. Schöne Würze mit dabei. Satter, mächtiger Körper, also richtig, boah, Kategorie Schwergewicht. Mit Sicherheit kein Wein zum einfach mal so wegtrinken. Die mineralischen Kalkmergelböden vom Römerberg geben dem aber auch so eine schöne, ja, fast schon feine, seidig feine Struktur mit. Kraft dabei, Struktur, diese Frucht. Ich finde es sehr schön. Könnte für meinen Ticken fast sogar noch ein klein bisschen mehr Holz gesehen haben. Aber das ist, glaube ich, einfach Geschmackssache. Ne? Da muss jeder für sich entscheiden, was und wie mag ich's. Da gibt es nicht unbedingt richtig oder falsch. Ich kann mir den sehr gut vorstellen, entweder zu, also vom Typ her, schon ein bisschen kräftiger gereifter Hartkäse. Oder auch ja, so diese Schmorgerichte, vielleicht sogar Lamm. Der braucht aber schon was, was man dazu isst, was dem Wein auch was entgegensetzt. Das ist also definitiv kein Leichtgewicht. Ich glaube eher sogar, dass der Wein aus dem Jahrgang so der Prototyp, der gute Stellvertreter ist für diesen neuen deutschen Typ Wein, der ja, eher so dieses körperreiche, gehaltvolle, eher ins Mediterrane gehende hat. Nicht so diese verspielte, feine Stilistik, wie man sie sonst von Deutschland her kennt. Durch den Ausbau in Barrick hat er natürlich auch eher diese würzigen Noten dabei, hat insgesamt viel mehr Reife, hat ganz anderer Stil und Typ, wie man es sonst aus Deutschland erwartet.